Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt klar entschieden. Die Abberufung des Bezirks Schornsteinfegers Batke wegen seiner rechtsextremen Aktivitäten war richtig. Eine gute Entscheidung des Gerichts? Ich begrüße diese Entscheidung des Gerichts ausdrücklich, weil es einen Weg bestätigt, den ich schon 2008 als Wirtschaftsminister in Gang gesetzt habe. Dort haben wir ganz klar gesagt, wer im öffentlichen Bereich tätig ist, der kann nicht politisch Aktivitäten entwickeln im Bereich des Rechtsextremismus, des Antisemitismus und auch der Fremdenfeindlichkeit. Das geht nicht zusammen, das kann nicht zugelassen werden vom Staat. Wir haben damals Rechtsmittel eingelegt und jetzt haben wir mit diesem abschließenden Urteil eine Bestätigung erfahren, dass wir richtig entschieden haben und dass der Rechtsstaat in der Lage ist, sich klar zu positionieren und sich auch zu wehren, wenn es darum geht, dass alle Kräfte, die diesem Staat entgegenarbeiten, entsprechend auch keine Chance haben dürfen. Hat das Urteil Signalwirkung für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus? Dieses Urteil hat eine erhebliche Signalwirkung, weil es klar sagt, dass der Rechtsstaat hier eine Position einnimmt, die abgrenzt Freiheitsrecht gegen Grundrecht und auch Demokratie. Und demzufolge ist also auch mit dieser Signalwirkung verbunden eine juristische Möglichkeit, in anderen Prozessen entsprechend Argumente so zu sammeln und auch zu belegen, dass wir zu positiven Urteilen kommen. Wir brauchen auf der Basis dieses Urteils keine Angst zu haben, diesen Weg, den wir beschritten haben, konsequent weiterzugehen. Bestärkt Sie das Urteil bei der Durchsetzung eines NPD-Verbots? Mich bestärkt eindeutig dieses Urteil, wenn es darum geht zu entscheiden, ob wir das NPD-Verbot weiter betreiben oder nicht. Der Fall des Schornsteinfegermeisters zeigt, dass der Rechtsstaat klar definiert, was geht und was nicht geht. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass selbst für den Fall, dass wir das NPD-Verbot erreichen, die rechtsextremistischen Aktivitäten und antisemitischen und fremdenfeindlichen Aktivitäten in einer Gesellschaft deswegen nicht weg sind. Wir werden weiterhin dauerhaft eine gesamtgesellschaftliche Diskussion und auch Auseinandersetzung mit Kräften führen müssen, die nicht auf der Basis des Grundgesetzes in diesem Staat leben. Und deswegen wird es für uns alle politisch eine Daueraufgabe bleiben, sich dieser Thematik auch zu widmen.